Promi-Geflüster auf Mallorca, auf der Urlaubsinsel und heute bei mir zu Gast die Frau Signori aus der Schweiz. Grüße dich. Ich freue mich. Also wirklich Promi-Geflüster. Ich kann mir eigentlich nicht einen schöneren Ort im Moment gerade vorstellen als hier, oder? Auf alle Fälle. Also mein Urlaub, Sommer, Sonne. Ja, eben. Und dann noch die Schlagerstamme. Ja, schöne Musik, schöne Emotionen, liebe Leute und endlich mal ein bisschen Sonne. Bei uns hat es jetzt immer nur geregnet in der Schweiz. Jetzt bin ich eigentlich froh, es ist ein bisschen Sonne. Richtig, richtig. Kannst du es denn genießen hier? Hast du ein bisschen Zeit mitgenommen oder ist es wirklich ganz eng getaktet schon wieder? Es ist extrem eng getaktet. Du weißt ja, du hast ja fast nicht mal das Interview untergekriegt. Also, dann weißt du ja schon, wie eng das Ganze ist. Nee, es ist schon eng getaktet, ganz klar, weil ich kam von Terminen. Ich gehe gleich wieder zu Terminen. Und von daher ist es halt jetzt nicht nur genießen und Sonne, aber es ist halt einfach schön, da zu sein. Und es ist, ich meine, stell dir mal meinen Job vor, oder? Es gibt was Schöneres. Ich kann hier arbeiten. Andere müssen irgendwo arbeiten, wo es überhaupt nicht schön ist. Und ich kann in so einer tollen Location arbeiten. Ist doch toll. Ja, doch, definitiv. Ja, jetzt an diesem Ambiente hier, beziehungsweise auf der Bühne dann heute zu sein. Ich meine, das Colosseo ist ja sowieso auch traumhaft. Wo Wetten, das schon stattgefunden hat, gell? Also, es ist schon beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, was die Organisation hier auf die Bühne gestellt hat. Also Travel Partner, die haben echt einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Es klingt toll. Ich habe Soundcheck gemacht. Es klingt fantastisch. Die Location ist mega. Ich meine, dass die das gebaut haben. Wie haben die das gebaut? Ich meine, das ist so ein Riesending. Und? Ohne unsere Maschinen, die wir heutzutage haben, das muss man sich mal vorstellen, richtig, oder? Richtig. Das ist beeindruckend. Ich ziehe mich heute Abend übrigens um. Nicht deswegen, mir nachher der Stier noch verrückt. Ja, besser ist. Also beim Stierkampf muss ich ja sagen, bin ich halt, ja, es ist wirklich so zwei Herzen in mir, gell? Dieses Thema mit Stierkampf, das ist halt echt Tierquälerei, das geht überhaupt nicht bei mir. Auf der anderen Seite muss man auch die Leute verstehen, die Spanier, es ist ihre Tradition. Das ist richtig. Es gehört zu ihren Wurzeln, wie bei uns das Alphornspielen. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, aber ja. Aber beim Alphornspielen, da blutet keiner. Ja, beim Alphornspielen blutet keiner, das ist so. Aber man kommt in Schwitzen, wenn man keinen Ton rauskriegt, oder? Ja, da kommt man sehr in Schwitzen, das ist natürlich klar. Aber weil viele Leute sagen, ja, wie kann man in so einen Ort gehen? Ja, man muss eben immer beide Seiten sehen. Richtig. Und ich finde es wichtig, darauf aufmerksam machen, Tierquälerei geht gar nicht, so wie Rassismus auch nicht. So ist es, ganz genau. Jetzt natürlich dein Musikprogramm. Wie schaut es aus heute? Beziehungsweise was gibt es grundsätzlich eigentlich Neues von der Frau Sin? Also mein Programm, das steht noch gar nicht fest. Ich schreibe es jetzt dann noch. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich singe. Aber es halbe Stunde geht ja so schnell rum wieder, gell? Ja, da muss ich eben gucken, was kann ich denn da alles reinpacken. Aber ich freue mich sehr. Wir haben Mitte Juli kommt ein Kochbuch, schnell traditionell. Da kochen wir gemeinsam. Dann kommt natürlich neue Musik, muss ja mal sein, oder? 25. August kommt meine neue CD, die heißt Leben. Da freue ich mich sehr drauf. Ich stehe ja mitten im Leben und von daher ist es ein ganz, ganz passender Titel für mich, den ich mir da ausgesucht habe. Und da gibt es ganz viele neue Sachen jetzt sehr dann. Da komme ich dann auch wieder vorbei zu dir. Auf alle Fälle, unbedingt. Ja. Und dann kochen wir vielleicht auch mal. Hä? Ja, das können wir gut, weil ich bin schnell. Du weißt ja, wir waren ja schon mal in einem Möbelhaus, wo wir Weihnachtsgebäck gemacht haben. Natürlich, aber jetzt kommt dann vielleicht die nächste Variation, die man machen könnte, die nächste Steigerung sozusagen. Wir machen dann mal ein Hauptgericht. Unbedingt, aber unbedingt. Eben, alles. So was ist denn so ein Haupt? Was ist denn so dein Lieblingshauptgericht? Das kann ich nicht sagen. Du musst das Buch dann gucken. Aber mein, wie soll ich sagen, es muss schnell gehen, es muss gut schmecken, das ist mir sehr wichtig. Und bei mir sind halt jetzt halt alles in dem Kochbuch, schnell traditionell, alles wirklich so, auch geheime Familienrezepte sind da drin, die ich dann noch ausplaudere. Ja, guckt rein, es würde mich freuen. Aber da kochen wir dann mal was im Sommer zusammen. Das ist versprochen. Aber sowas auf, von, klar. Aber sowas von. Und vielleicht kommt ihr natürlich auch dazu und dürft vielleicht was kosten, probieren. Das geht mir dann noch bekannt, wo wir uns da einfinden, oder? Ja klar, wir kochen für mehrere. Wir können für eine ganze Armee kochen. Das ist kein Problem. Ganze Armee kann kommen. Okay, also da sind wir schon gespannt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir für heute Abend alles Liebe, alles Gute, danke, alles Schöne und einen guten Auftritt. Das freue ich mich drauf. Ja, und gute Stimmung. Ich will das genießen. Ich werde das genießen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, da zu sein. Dankeschön.
Also bis zur nächsten Ausgabe. Wir haben noch den ein oder anderen Künstler hier auf Mallorca bestimmt abgegriffen und werden euch da noch ein bisschen was zeigen dürfen können. Also bleibt dran bei Promi-Geflüster und natürlich bei Frau Signori. Ja, ich freue mich.